Ich gehe mal direkt rein mit einem Zitat. Ich habe das vorhin schon kurz angedeutet. Wenn ich mein Leben, wie ich es jetzt führe, vergleiche mit der Zeit während meiner besten Phase bei Borussia Dortmund, dann empfinde ich Scham, dass ich diese Figur war. Ja, Scham ist für mich auch ein sehr zutreffender Begriff. Ist ein großes Wort, ne? Ist ein großes Wort, aber ich nenne die Dinge am liebsten so genau, wie ich kann. Und bei einem Buch habe ich den Luxus von Zeit, dass ich sie genau so nennen darf, wie ich sie empfinde. Und ich habe halt wirklich mich selbst ins Zentrum der Welt gelegt. Ich dachte, alles andere dreht sich um mich herum. Egal, ob was ich kaufe oder nicht. Irgendwie habe ich mir das Recht herausgezogen aus der sportlichen Leistung, die ich gebracht habe, dass alles, was ich hier mache, richtig ist. Ob es der Urlaub ist, das Haus, die Autos, Frauen, Feiern. Alles war irgendwie genau richtig, beziehungsweise ich durfte mir das leisten. Und ich hatte auch Leute um mich herum, die mir das noch bestätigt haben und die gesagt haben, ja, also du bist genau auf dem richtigen Weg. Solange du diesen sportlichen Erfolg hast, hast du dir das Recht verdient, genauso rücksichtslos mit Menschen und Umwelt und alles anderen umzugehen. Und das ist das, worüber ich mich schäme, diese Lüge gekauft habe. Das war auch keine bewusste Lüge von den anderen Menschen, sondern das war einfach so, wie eine Fanszene nun mal ist. Man freut sich über den sportlichen Erfolg. Sie sagen, ich habe mich gefühlt wie so eine Figur aus dem Reality-Fernsehen. Und ich habe genau das geliefert, wofür ich bezahlt worden bin. Ja. Wir haben den Erfolg gehabt, also sind jetzt 10 Jahre später noch immer die einzige Mannschaft außerhalb von Bayern München, die die Meisterschaft geholt hat und hatten einfach enormen Erfolg. Und das kam damit einher, dass man das auch irgendwie leben wollte. Und mir hat eine Anleitung gefehlt zu, was ist wirklich wichtig im Leben. Sondern ich habe irgendwie links und rechts geschaut, Nachbarn gesehen und mir gedacht, ja, so wie die leben, so werde ich das auch tun. Und dieses links und rechts schauen ist etwas, was ich bis heute einfach versuche, komplett mich davon zu trennen und wirklich so in mich zu schauen. Weil es gibt leider keine Anleitung für das Leben. Häufig ist aber doch die Antwort in einem selbst drin. Aber die Auseinandersetzung damit, die bedarf Zeit. Weil Sie gerade sagen, links und rechts schauen. Sie schildern, das ist mir im Kopf geblieben, diese irre Szene, das mit den Autos. Wie war das? Also Sie kommen dahin, kriegen diesen Vertrag, sehr viel Geld. Wie viel Geld war das damals? Ich hatte am Anfang eine Sonderzahlung von 100.000 Euro und dann noch ein Monatsgehalt, das nicht viel weniger war und kurz danach auch mehr als das war. So, und dann gehen Sie los? Dann gehe ich los zum Autohaus. Der begrüßt mich mit einem schönen Kaffee. Mein Berater ist mit dabei. Und ich hatte im Hinterkopf irgendwie ein anderer Spieler. Ich glaube, damals war das Panda, der Linksfuß von einem anderen Verein. Hatte 2 Autos, also Q7, S5. Ich dachte mir, wow, 2 Audis, das konnte mein Kopf gar nicht fassen. Und als ich dann hier vor diesem Händler stand, der mit mir einen Kaffee getrunken hat, hat er mich gefragt, hey, was willst du denn auch haben? Und ich, weil ich gar keine andere Referenzpunkte hatte, außer die ich mir irgendwie woher aus billigen Zeitungen geholt habe, zur Seite genommen habe, war klar, ich möchte genau das Gleiche, ein Q7 und ein S5. Und das ist mehr als dumm, das ist auch rücksichtslos, einfach aufgrund der Tatsache, dass das ja nicht nur etwas ist, was ich tue in einem isolierten Raum und ich kaufe das und verschwende Geld damit, sondern vor allem jetzt verstehe ich viel mehr, was das an Externalitäten bedeutet. Also wer zahlt eigentlich den Preis dafür? Ich zahle zwar den finanziellen Preis, aber die ganzen Rohstoffe, die dafür nötig sind, oder was mit dem Auto später passiert, das alles zahlen ganz andere Leute und die werden nicht so entlohnt wie ich. Das ist interessant, ne? Weil man kann das ja auch oft Porsche-Fahrer werden da gelegentlich mal so gedisst. Ja? Das sagt man dann auch irgendwie, das sind dann so irgendwelche Porsche-Fahrer. Und ich denke dann immer, naja gut, wenn jemand bereit ist, 150.000, 200.000 Euro für ein Auto auszugeben, dann hängt da ja noch viel mehr dran. Dann gibt da ja auch Menschen Arbeit. Dann gibt da Menschen, die dieses Auto bauen, ja auch eine Sicherheit.
Ja. Also das ist ja die andere Seite der Medaille. Wenn es in einem isolierten Raum stattfindet, stimmt das absolut. Das meine ich. Genau so, man schafft Arbeitsplätze. So. Eigentlich sollte man nicht nur ein Auto haben, sondern zwei oder drei oder vier. Die Konsequenz daraus wäre, dass der fünf Porsches kauft, weil dann haben fünfmal mehr Leute Arbeit. Genau. So. Das Problem an der Sache ist, das ist eine sehr isolierte Betrachtung. Mhm. Weil in diesem Fall denken wir, irgendwie magisch kommen Rohstoffe nach Deutschland, nach Stuttgart. Ja, mhm. Und dort wird der Porsche dann zusammengebaut, an dich verkauft. Und sie fahren dann den Porsche und das war's, Ende der Geschichte. Mhm. Tatsache ist, diese ganzen Rohstoffe, die kommen nicht aus, die werden nicht magisch dorthin geliefert, sondern die werden woanders eingekauft. Mhm. Ja, mittlerweile. In einer Studie, die ich gelesen habe, war es so, dass die Kaufkraft von den Menschen, die mittlerweile für die Produktion und das Beschaffung von natürlichen Ressourcen zuständig sind, also das sind Leute, die von extremer Armut betroffen sind, dass ihre Kaufkraft geringer ist als die von Sklaven während der Sklavenzeit. Weil die Sklavenhalter zumindest zu der Zeit das Interesse hatten, dass es dem Sklaven in irgendeiner Weise auch noch gut geht, in der Hinsicht, als dass der das Feld beackern kann oder die Baumwolle pflücken kann oder, ja. Gut, ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Aber das entgegenzustellen zeigt... In den Kontext mal zu stellen. Selbst heutzutage haben wir mit der Ausbeutung von Ressourcen... Das ist zweifellos. ...der Ausbeutung von Menschen, die dann diese Ressource schaffen, ja, sozusagen, haben wir ein Problem. Ich kann das, die Zahl mit den Sklaven, ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber ich weiß, dass Mississippi heute ein sehr armer Staat in den Vereinigten Staaten und viele Probleme, das war mal einer der reichsten Staaten in den USA. Und das baute natürlich auf, dieser Reichtum, auf der Ausbeutung von Menschen, die man nicht dafür bezahlt hat, sondern die man einfach, deren Arbeitskraft man genommen hat und die man brutal ausgebeutet hat. Und darauf baute dieser Reichtum auf. Und in gewisser Weise ist das Prinzip, das Sie ansprechen. Ist sozusagen dabei. Welche Rolle spielt bei diesem, also alles, was unter diesem Thema liegt oder drüber steht, ist ja eigentlich das Thema Gerechtigkeit. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung und haben wir heute auch in der Redaktion darüber gesprochen. Sie als Sohn serbischer Eltern, in Bosnien geboren, vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet. Wie gerecht haben Sie diese ersten Jahre hier in Deutschland in Erinnerung? Also wann kam dieses Thema in Ihr Leben? Das Thema kam nicht irgendwann, sondern es war eigentlich permanent in meinem Leben drin. Ich bin 1990 mit einem Jahr alt nach Deutschland gekommen mit meiner Familie, damals vor dem Krieg in Jugoslawien geflüchtet. In Deutschland wurden wir aber nicht als Flüchtlinge anerkannt, weil wenn man Menschen als Flüchtlinge anerkennt, dann haben sie auch einen Status, dann werden sie hier auch aufgenommen und haben Rechte, soziale Rechte und auch wirtschaftliche Rechte und politische auch Rechte. Mobilität. Ne? Mobilität. Also und für uns war es beispielsweise so, wir waren in Deutschland fleißig, am Anfang durften wir nicht mal arbeiten. Da fragt man sich, was soll jetzt die Familie, also mein Vater und Mutter, für die zwei Kinder, wie sollen die durch die Runden kommen? Das war das eine. Wir durften am Anfang nicht arbeiten, mussten also Schwarzarbeit betreiben. Das zweite ist, wir durften das Bundesland nicht verlassen. Was für mich sich in einer Realität dann manifestiert hat, wo ich einfach wusste, Sommerurlaub, ja, da spielen wir halt Fußball, ja, hier im lokalen Platz. Ja, und irgendwann mal sehe ich ein paar der Kollegen wieder und dann erzählen die mir, wie es ist in Italien oder Frankreich oder irgendwo anders. Weil man darf das Bundesland nicht verlassen. Auch das ist total willkürlich, weil das hat, wir haben zwar, das darf ich jetzt sagen, weil es verjährt ist, einmal das Bundesland verlassen. Und zwar waren wir in Leverkusen zu einem Fußballspiel. Okay. Ja, und haben dort Familie getroffen. Mhm. Aber eigentlich war das nicht erlaubt. Und diesen Respekt oder lack of, thereof zu bekommen, der ist schwierig, vor allem jetzt, umso älter ich werde, umso besser ich das einschätzen kann. Und natürlich kam der tiefste Schlag dann, als wir 10 Jahre hier im Land waren und nach 10 Jahren einen Brief bekommen haben, der sagte, ihr habt noch 3 Monate hier in diesem Land, dann bitte raus. Nach 10 Jahren? Nach 10 Jahren. Meine Schwester war in diesem Moment im Gymnasium, also fleißig.
Ich war in der 4. Klasse, hätte auch dann die Möglichkeit zum Gymnasium gehabt. Also wir waren beide fleißig. Meine Eltern haben gearbeitet, die Jobs, die keiner haben wollte. Mhm. Und am Ende per Brief, da muss auch keine Begründung her, weil wir können uns sowieso nicht irgendwie verteidigen und zumindest unsere Situation darstellen. Oder das anklagen, sondern wir mussten das Land verlassen. Und sind dann in die USA? Hatten Glück, genau. Wir durften in die USA, weil das ist so, das merken wir auch in Deutschland, wenn man viele Waffen verkauft oder auch in Kriegen aktiv ist, irgendwann mal, um so die eigene Moral zu stärken, lädt man ein paar der Leute aus diesen Kriegsregionen dann doch zu sich ein, damit sie dort leben dürfen. Okay. Und davon haben wir profitiert. Wir durften nach Amerika einreisen, haben dort auch Status bekommen. Also wir durften dann arbeiten. Wir hatten, meine Eltern hatten am Anfang noch einen Sprachkurs, aber 3 Monate danach durften sie arbeiten. Wir durften reisen durch das Land und haben später auch den Reisepass bekommen. All das haben wir in Deutschland niemals, also nicht einmal in 10 Jahren bekommen. Das ist glücklicherweise vieles davon anders. Und da gibt es auch ein großes Umdenken im Kopf. Mhm. Und das ist auch richtig so, weil ich immer finde, auch wie lange wir gebraucht haben, uns mal vorstellen zu können, dass Menschen auch 2 Staatsbürgerschaften haben können. Ich habe die zum Beispiel auch. Mhm. Und ich dachte immer, wie kommt ihr denn auf die Idee, dass man nicht ein guter deutscher Staatsbürger und auch ein guter italienischer Staatsbürger sein kann, der ich bin? Ja. Selbstverständlich ist man das. Und natürlich gibt man auch sein altes Leben nicht einfach irgendwo bei der Einreise in Bayern oder so einfach ab. Mhm. Natürlich nicht. Das ist ja auch Teil dessen, was dich ausmacht. Wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, gab es irgendwann diesen Punkt, als Fußballprofi, der dann bis zu 2 Millionen im Jahr verdient hat, an dem Sie gemerkt haben, okay, das geht so nicht weiter. Also der Mann, der will ich nicht sein. Sie haben in einem Interview mit den Kollegen der FAZ gesagt, Geld ist für mich ein Mittel für Gerechtigkeit geworden. Und je mehr Geld wir als Gesellschaft verteilen, desto besser geht es uns allen. Gab es diesen Moment? Einmal Klick im Kopf? Einmal Klick nicht. Es ist tatsächlich eine dauerhafte Auseinandersetzung. Mhm. Einerseits, ich beschaffe ja auch jeden Tag mehr Informationen und versuche so, die Welt ein bisschen besser zu verstehen und auch mich und meine Position entsprechend anzupassen an den neuen Informationen. Und ich weiß, dass ich ganz am Anfang, als ich meine professionelle Fußballerkarriere begonnen habe mit 17 Jahren, nicht so weit war, als ich ein Verständnis hatte oder überhaupt wusste, dass meine Gesellschaft auch ein Teil von mir ist, ne? Nicht irgendwie unter mir oder komplett woanders, sondern dass ich Teil einer größeren Sache bin. Und das hat gedauert. Und dann mit 18, 19, 20 habe ich die ersten Erfahrungen gemacht, verstanden, also mich sozial auch engagiert, verstanden, wie Ehrenamt funktioniert, wie Organisationen funktionieren, Vereine auch funktionieren, dadurch auch diese menschliche Qualität kennengelernt und wertschätzen gelernt. Und das hat mir dann ein größeres Verständnis dazu gebracht, dass wir alle doch im gleichen Boot sind, dass wir alle doch, und ich habe ja 7 Jahre davor in Amerika gelebt, wo es ja dieses krasse jeder für sich ist. Am besten mit 3 Jobs gleichzeitig. 3 Jobs gleichzeitig. Meine Eltern kennen das und machen das und das ein Leben lang gemacht. Vor allem in Amerika, wo ja die Regeln schon zum Teil auch ausgerichtet sind, dass eine bestimmte Gruppe möglichst wenig profitiert von dem Wohlstand des Gesamtlandes, habe ich das auch natürlich in übersetztem Maße gewissermaßen auch in Deutschland erlebt. Ja, das kann man sich auch in England angucken und dann in anderen Ländern. Ich fand das dann wertvoll, einfach das so langsam zu verstehen. Aber dann so mit 20, 21, 22 hatte ich auch ein Werk. Also meine eine Freundin hatte Philosophie studiert, die andere interkulturelle Kommunikation und Bildung. Okay. Wir sind in die Entwicklungszusammenarbeit auch reingegangen in diese Thematik. Und so langsam füllt sich dieses Bild und auch der Wunsch, dass Entwicklung nicht nur etwas ist, was sich in BIP darstellt, sondern dass da auch andere Faktoren sind, die vielleicht viel wichtiger sind als nur das reine, was man auf dem Konto hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass manche Leute nicht das Konto haben. Ja, Konto ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns das nochmal angesehen. Die Top 5 Ligen, Fußballligen, haben in diesem Sommer 4,5 Milliarden Euro ausgegeben für Transfers. 1,5 Milliarden mehr als 2018.
21. Und dann kam jetzt noch die New York Times mit Mbappé, der für 3 Jahre 250 Millionen kriegt. Plus eine Prämie für eine Unterschrift von 125 Millionen. Ja. Wenn Sie solche Summen hören, nur ganz kurz. Ja. Also ich glaube, der Zug für den Fußball ist von der Gesellschaft abgefahren. Ja. Das ist leider die Realität. Wir hatten vielleicht die Möglichkeit, während der Corona-Pandemie dann mal kurz auf die Bremse zu drücken, zu evaluieren, wo sind wir, wie sind wir hier angelangt, wie sollten wir die Zukunft angehen. Uns als Spieler wurde auch gesagt, wir sind hier so am Abgrund. Ja. Ein, 2 Jahre später bauen alle noch ihre Stadions aus. 2 Monate später, nachdem wieder Spielbetrieb war, ging es auch schon los mit den Vereinen, von denen man eigentlich vermutet hatte, dass sie am ehesten pleite gehen würden, haben Rekordausgaben gemacht. Also irgendwas passt da nicht. Die Realität ist, da ist so viel Geld drin, unvorstellbar, ja. dass so eine Fliehkraft hat, in der kaum jemand das momentan aufhalten kann. Lass uns einmal darüber reden, was Sie mit Ihrem Geld heute machen. Sie sind hauptberuflich Stiftungsleiter. Ich habe das hier 484 Projekte mittlerweile realisiert. Da können wir ein paar Bilder dazu zeigen. Brunnen hier, in dem Fall Kenia, aber auch in Äthiopien, haben wir uns schon ein paar Mal darüber unterhalten. Tansania und anderen Orten. Wie fängt man an, wenn man in Afrika einen Brunnen bauen will? Also ganz am Anfang geht es los wie bei jedem Projekt. Erstmal Konzeption, Wissenschaft heranziehen. Mhm. Mittlerweile gibt es auch in unserem Bereich zunehmend mehr Wissenschaft, die betrieben wird, um eben sicherzustellen, dass das jetzt nicht eine Bauchentscheidung ist, sondern tatsächlich auf einem wissenschaftlichen Fundus hat. Ja, mit Solar, ja? In diesem Fall mit Solaranlagen, Photovoltaik, die eingebaut wird. Jetzt in diesem Fall, ich glaube, der Brunnen dort ist so 185 Meter tief. Und circa 12 Monate später steht dann auch so eine Wasseranlage, die aber das Sichtbare darstellt. Es gibt eine Menge an Unsichtbaren, was passiert. Vor allem am Anfang, wo auch auf die Gemeinde eingegangen wird. Das sind Termine, da bin ich nicht dabei, sondern unsere Partner vor Ort sind da. Und das sind Sachen, die kosten enorm viel Zeit, aber die sind enorm wichtig. Weil wenn man etwas gelernt hat aus den letzten 50 Jahren, ist das, wenn da einer auftaucht, was macht und dann am nächsten Tag wieder geht, dann kann das schon per Definition nicht funktionieren. Und wir arbeiten nicht nur an den Projekten an sich, sondern versuchen, diese auch nochmal zu ergänzen durch Programme, um sicherzustellen, dass nachdem etwas mal, also ein Projekt sozusagen fertig ist, die Phase danach nicht irgendwie der Willkür überlassen. Also die Frage, die Leute das verstehen, wer repariert das? Wo kommen die Ersatzteile her? Was passiert, wenn der Brunnen versandet? Ja. Stellen Sie das alles sicher, diese ganze Kette? Genau, wir arbeiten mit unseren Partnern einerseits, aber dann auch mit den lokalen Wasserbehörden, um genau diese Systeme entweder aufzubauen oder, wenn sie schon da sind, zu stärken und zu begleiten, wie wir können. Weil es gibt, ich sag mal, das Gegenbeispiel sind kleine Organisationen, die manchmal total außerhalb des legalen Rahmens agieren, sondern die machen dort Urlaub, kommen zurück und am nächsten Jahr wird da irgendwas realisiert, ohne die nötigen Vorarbeiten, weil auch die Regierung und auch die Wasserbehörden stellen Auflagen dar, die erfüllt werden müssen. Klar. Auch die wollen mitgenommen werden. Die meisten Leute, vor allem auf lokalem Niveau bei den Behörden, die kommen ja aus der Region. Ja, die wollen auch dabei sein bei dem Ganzen, weil sie auch eine hohe Verantwortung haben darüber hinaus. Und da trennt sich so dieses Spreu vom Weizen. Mhm. Also macht man etwas, was das ist einfach Punkt. Installiert wird und dann end of genau story das. Und, oder... Ja, und das ist einer der Gründe, weil ich habe das selber auch oft gesehen, im Guten wie im Schlechten, warum ich ein sehr kritisches Verhältnis zur Entwicklungsarbeit habe. Mhm. Sie haben das offensichtlich auch, Herr Repinski. Sie waren viele Jahre in der Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit tätig. Wie läuft sowas ab? Was ist das, von dem Sie sagen, das läuft grundlegend schief und das läuft schon viel zu lange schief? Naja, oder anders gefragt, warum kommt dieser Kontinent
irgendwie nicht auf die Beine? Das ist ja die Frage, die dahinter steht. Das ist eine sehr große Frage. Ich versuche genau. Erstmal, ich versuche die erste sozusagen mal zu beantworten. Wie läuft sowas ab? Es fängt an mit dem Brunnen und dann im nächsten Schritt überlegt man sich natürlich, wie kann ich den Menschen vor Ort beibringen, selber Brunnen zu bauen und die dann aufrechtzuerhalten. Und so wird es immer größer gedacht und so wird es dann aber auch eben immer bürokratischer. Und das ist natürlich auch unser Ansatz, dass wir nicht mehr sagen, wir in Anführungszeichen in Deutschland in der Entwicklungshilfe, dass die Brunnen gebaut werden, sondern dass man eben erklärt, wie so etwas gemacht wird. Und das geht in ganz vielen verschiedenen anderen Bereichen von Gesundheit, Bildung, Wirtschaft, Landwirtschaft, alles funktioniert. Und dann ist aber eben der Effekt, dass man riesige Bürokratien aufbaut, dass man eben mit sehr etablierten und privilegierten Menschen vor Ort zusammenarbeitet und mehr aus dem Auge verliert, was eigentlich von den Projekten wirklich dort ankommt, wo es eigentlich hin soll und sich immer mehr eine sich selbst erhaltende Institutionenlandschaft aufbaut. Ein sich selbst erhaltender Kreislauf, das muss man schon sagen, wo wir auch im Westen sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben, dass Berater, so wie ich es damals war, eben bezahlt werden dafür, dass sie Projekte von vor Ort machen und auch wieder, so wie ich es damals war, nach 2 Monaten aus dem Projekt wegfahren und eigentlich gar nicht wissen, ob das, was wir da gemacht haben, eigentlich irgendwas hilft oder nicht. Sie haben das beschrieben, ich konnte das nicht glauben. Sie sagten, dann sitzt du da in endlosen Meetings, einfach nur Palaver, stundenlang. Und je näher es Richtung Jahresende kommt, desto mehr Gelaber. Warum? Ja, weil dann natürlich das Geld einfach ausgegeben werden muss. Entwicklungszusammenarbeit, das muss man sagen, besteht zu einem großen Teil aus dem Ziel, dass die Entwicklungsgelder ordentlich abfließen. Das ist sogar eine akzeptable Vokabel in diesem Bereich. Und irgendwann gibt es eine Jahresgrenze, da wird dann ein Strich gemacht, da wird gesagt, welches von den Geldern ist abgeflossen und welches nicht. Und das geht dann gegebenenfalls eben in andere Töpfe zurück. Und deswegen hat man das wirklich, das ist im Grunde genommen ein fast klischeehaftes Erlebnis, dass ich da in Guinea, in einem Niemandsland mitten in diesem westafrikanischen Land saß und Ende November auf einmal 3 große Land Rover quietschend vor diesem Hotel an einem Samstag anhielten und gesagt wurde, wir müssen jetzt hier noch ganz schnell einen Workshop abhalten, damit das Geld weg ist. So hat man unter sich dann gesprochen und das war dann tatsächlich in dem Fall so. Und so habe ich es auch erlebt. Ich bin 2 Monate dorthin gekommen. Ich hatte einen klaren Auftrag, dachte ich zumindest. Der lautete, dass ein Fragebogen, mit dem man die Qualität im Gesundheitssektor in Guinea verbessern sollte, dass dieser Fragebogen etwas vereinfacht wird. 30% weniger Fragen oder irgendwie so etwas, weil es viel zu viel war. Dann bin ich in dieses Land gefahren und dachte, okay, da setze ich mich, das war natürlich jugendlich naiv, muss man fast sagen, 15 Jahre her, da setze ich mich ein paar Stunden hin oder ein paar Tage meinetwegen auch mit einer kleinen Gruppe und dann haben wir das gelöst und dann mal gucken, was ich den Rest der 2 Monate mache. Die Realität war, ich war dort vor Ort, saß in einer riesigen Gruppe, in der jede einzelne von 130, 150 Fragen und dann noch mehrere Fragebögen ewig lange diskutiert wurde. Und das ging über 7, 8 Wochen so, bis ich dann Stück für Stück begriffen habe, dass der Weg, wenn man so will, das Ziel ist, dass es auch darum geht, dass eben da Tagessätze gezahlt werden, dass diese privilegierten Menschen, die überall aus diesem Land anreisen, eben ihre Tagessätze, 17, 18 Dollar sind das pro Tag, bekommen und damit dann auch glücklich sind und es gar nicht mehr so wichtig ist, ob dieses Projekt wirklich hilft. Ich bin abgereist, ich konnte nicht beantworten, ob das grundsätzlich half, weil ich meinen ganzen Tag in diesen Meeting Rooms verbracht habe. Das ist illusionierend und hart, wenn Sie das so sagen. Ich weiß von anderen Organisationen, auch Deutsche im Übrigen, die Welthungerhilfe will ich zum Beispiel ausdrücklich nennen, die da zum Teil infrastrukturell, nach dem, was ich gesehen habe, sehr, sehr gute Arbeit machen. Aber das ist natürlich etwas, was einem armen Afrikaner dann nicht zugutekommt, wenn sie in Meetings zusammensitzen und Tagessätze zahlen. Neven Subotic sagt, viele denken, hier im Westen, dass wir den armen Afrikanern Geld geben, damit sie auch etwas haben. Diese Leute haben aber nicht verstanden, was diese armen Afrikaner uns ermöglichen, damit wir unser Leben leben können. Wie ist das gemeint? Naja, Schätzungen zufolge, wenn man mal die Entwicklungsgelder im Vergleich stellt zu das, was wir eigentlich daraus entnehmen, dann ist man bei einem Faktor von mindestens 10. Ja, das bedeutet, wir entnehmen viel, viel mehr, als wir überhaupt versuchen zu geben. Jetzt wurde auch schon gut ausgeführt, so wie Entwicklungshilfe in Anführungsstrichen funktioniert. Wir bekommen noch keine Fördergelder und arbeiten nicht in diesen Strukturen. Ich glaube, da ist es nochmal hilfreich, einen weiteren Punkt zu ergänzen, den wir auch jetzt dieses und letztes Jahr erlebt haben in Tansania mit unserem Partner.
Wir sind eine Organisation, die arbeitet ausschließlich mit lokalen Partnern. So. Es gibt andere Organisationen, beispielsweise in Deutschland, die arbeiten mit der Welthungerhilfe. Ja, so, dann hat die Welthungerhilfe die Kompetenzen, die sie aufbaut, wo eine deutsche Organisation Strategie und vorgibt und die Tagessätze, die sie dann für internationale Mitarbeiter zahlt, die sind groß, ne? Und die werden dorthin geschickt und dann haben wir dieses Problem. Mhm. Das ist ein zweiter Weg. Es gibt auch einen dritten Weg, dass deutsche Organisationen einfach vor Ort permanent arbeiten und dort alles vorgeben. So. Das hat auch seine Nachteile. Wir hatten jetzt in Tansania mit unserem Partner eben das Gespräch, die gesagt haben, in Tansania gibt es von der amerikanischen Entwicklungsorganisation einen Grant, also eine Förderung. Und es gibt keine einzige nationale Organisation in Tansania, die Fähigkeit hat, das zu managen. Wieso? Weil die ganzen internationalen Organisationen alles nehmen können. Sie bekommen die meisten Gelder, die werden so groß, dass sie dann auch sehr ineffizient werden können, weil die Konkurrenz zwischen ihnen einfach sehr gering ist. Und dann zahlen sie auch ganz hohe Honorare für Leute, die es ja auch wirklich lieb meinen, aber wo es vielleicht besser wäre, tatsächlich die Kompetenz im Inland aufzubauen. Mhm. Und in diesem Fall war es eben so, am Ende, diese Förderung hat nicht eine nationale oder eine Organisation wie unser Partner bekommen, sondern eine internationale Organisation zum Wiederholten. Mhm. Und deshalb versuchen wir auch genau an diesen Strukturen zu arbeiten, weil in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren sollten die lokalen Organisationen, die Zivilgesellschaft vor Ort soll gestärkt werden. Das wird aber nicht passieren, wenn wir weiter die ganz großen Organisationen stärken.